Hallo zusammen, willkommen zum Plan With Me für den August 2019. Wie jedes Mal konntet ihr entscheiden zwischen zwei Themen. Das eine war Bücher und das andere war Boho. Wie ihr seht, hat das zweite gewonnen. Also Boho, Bohem, so ein bisschen in die Hippie-Richtung, Kristalle, Federn, bunte Muster. Auch dieses Mal war die Entscheidung sehr eindeutig, womit ich mal wieder nicht gerechnet habe. Offensichtlich kenne ich euch überhaupt nicht, es tut mir so leid. Aber ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass gerade bei meinen Followern das Thema Buch so abgeschlagen ist. Aber das ist auch für mich Positive daran. Das zweite Thema, was es ja geworden ist, Boho, hat mich wieder vor größeren Herausforderungen gestellt, als es das andere Thema getan hätte. Es ist dann auch für mich jedes Mal wieder aufs Neue spannend, wie dann das Endresultat aussieht, weil ich am Anfang immer überhaupt keine Vorstellung habe. Insbesondere, weil tatsächlich alles wahnsinnig improvisiert ist. Ich bin immer noch im Urlaub, und also zum Zeitpunkt dieser Videoaufnahme, und habe dementsprechend nicht die Materialien zur Hand gehabt, die ich für gewöhnlich zur Hand habe. Und musste dementsprechend hier und da auf einiges verzichten, hier und da doch sehr improvisieren, was bereits bei dem Coverbild zu spüren war, weil ich habe natürlich nicht alle meine Aquarelle und die gesamte Kunstausrüstung mitgenommen und musste dementsprechend mit dem arbeiten, was ich vor Ort hatte, was ein Glück nicht nichts war, aber halt nicht das, was ich sonst so gewohnt bin. Ich habe trotzdem Wasserfarben benutzt, allerdings dieses Mal in einer festen Variante. Ich habe die ja in Tuben, was für mich auch etwas Neues war. Das erste Mal, dass ich mit dieser festen Konsistenz von Wasserfarben gearbeitet habe. Allerdings nicht auf Aquarellpapier, sondern eigentlich für Acrylbilder. Und dementsprechend war da viel Improvisation dabei. Und auch für mich war das mehr so, naja, mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Ich finde tatsächlich, das Endresultat kann sich eigentlich sehen lassen. Es ist dementsprechend nicht so, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte. Vielleicht auch nicht so gut, wie es hätte sein können unter anderen Umständen, aber insgesamt bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Und vor allem für mich das Wichtigste, ich denke, das Thema wird deutlich. Hoffe ich wirklich, denn tatsächlich, ich fand das Thema Boho so schön. Ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung von dieser Stilrichtung, also wirklich so überhaupt nicht. Und ich weiß dementsprechend nicht so wirklich, was ich hier mache. Dementsprechend, was macht man dann? Das Erste, was ich getan habe, ist natürlich, das durch Pinterest durchzujagen und mal sehen, was er mir so für Bilder herausspuckt. Was dabei herauskam, waren Dinge, die mir vorher schon bekannt waren. Wie gesagt, diese bunten Muster, Blumen, Federn, Kristalle, Traumfänger. Interessanterweise aber auch Pfeile und Hirschgeweihe. Und dementsprechend habe ich versucht, auf dem Cover so viel wie möglich davon raufzubekommen. Und habe so ein Skelett von einem geweihten Tier, also Hörner, ihr wisst schon, rausgesucht. Habe dort einen Traumfänger in Form eines Mondes hingesetzt, weil mir dort die Form, ich halt noch ein bisschen besonderer fand, als einfach nur einen, in Anführungsstrichen, gewöhnlichen Traumfänger. Zwischen dem Geweih halt diese Blumenkrone, noch verschiedene Mustern auf der Stirn, Federn, Kristalle habe ich noch in das Geweih dann praktisch gehangen. Und unten dann zum Schluss ganz groß der Monatsname. Auf ein Mini-Kalender habe ich wieder verzichtet auf dem Cover und das setzt sich jetzt so langsam durch. Also ich glaube, ich werde das nicht mehr aufs Cover packen, wenn vor allem die nächste Seite gleich der große Kalender ist. Ich hatte ja auch versprochen, dass es bunt wird, und für meine Verhältnisse wird das dieses Mal ein sehr, sehr buntes Thema. Allerdings bin ich, wer ich bin. Ich kann halt auch nicht aus meiner Haut raus. Und ich muss es leider jetzt schon sagen, es ist doch nicht so bunt geworden, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Was vor allem aber auch daran lag, dass wenn ich noch zusätzlich bunte Papiere benutzt und eingeklebt hätte, dieses Journal unfassbar dick gewesen wäre. Und das ist inzwischen wirklich eine Hürde. Weil ich langsam auf den Punkt zugehe, wo beim Journal bei mir der Rücken anfängt, sich zu biegen bzw. zu brechen, und ich muss halt aufpassen, wie dick dieses Journal jetzt noch in Zukunft werden soll. Dementsprechend auch beim Cover, das Acrylpapier, was ich benutzt habe, war extrem dick und konnte das dementsprechend, oder habe mich dazu entschlossen, wieder nicht das Original einzukleben. Aufgrund halt der Festigkeit des Papieres habe das Cover abkopiert, wodurch die Hintergrundfarbe, das war so ein ganz helles Lila, es nicht auf den Kopiererpapier geschafft hat. Habe dann das allerdings eingeklebt und habe auch im Hintergrund wieder kein Washi geklebt, weil ich kein Washi-Tape zur Hand hatte und keins mit hatte. Auf dem fertigen Coverbild habe ich dann hier und da auch noch ein bisschen mit Goldstift gearbeitet, um auch noch so ein bisschen ja, dieses goldene Metallische mit raus zu bekommen oder reinzubekommen mit dieses Thema. Und ja, das war dann auch das Cover.
Direkt anschließend, die Seite daneben ist der große Kalender, damit man so einen Gesamtüberblick über den gesamten Monat hat. Ich habe mich dieses Mal wieder dazu entschieden, die Kästchen kleiner zu machen, damit alle Kästchen in der gleichen Größe sind. Das bedeutet natürlich zwangsläufig auch, dass ich weniger Platz habe, um wirklich dort Termine reinzuschreiben. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob mir nicht vielleicht doch diese Größe reicht und ob ich nicht dann doch wieder auf das Große zurückgehe. Aber mal schauen, diesen Monat probiere ich es jetzt einmal so aus. Wie bereits gesagt, zur Gestaltung hatte ich kein Washi-Tape zur Verfügung, dummerweise auch keine Stifte. Also wenn ich mal ein bisschen Farbe gebraucht habe, habe ich zu den Wasserfarben gegriffen, die allerdings direkt auf dem Papier irgendwie nicht so wahnsinnig gut funktioniert haben. Deswegen habe ich das nach dieser Kalenderseite schnell wieder ab ACTA gelegt und habe mich oder musste mich komplett auf Bilder, die ich einkleben kann, mich darauf stützen. Dementsprechend sehr viele Bilder hier zu sehen, die ich allesamt auf Pinterest mir zusammengesammelt habe. In der Infobox findet ihr einen Link zu einem Pinterest-Ordner, wo ihr dort all die Bilder, die ich verwendet habe, findet. Und ansonsten hoffe ich, seht ihr es mir nach, dass ich für diesen Monat nicht anders konnte, also nicht auf eine andere Gestaltungsmöglichkeit zurückgreifen konnte. Ich hoffe, es geht auch so. Im September wird es dann wieder anders werden. Aber ich dachte besser so, als komplett auf das Video verzichten zu müssen, sonst hätte ich nämlich keins hochladen können. Und ja, unter dem Kalender ist dann noch eine kleine To-Do-Bereich oder für Notizen, wofür ich auch immer ich das denn letztendlich benutzen werde. Und das war dann auch die Kalenderseite. Danach haben wir die Seite für die Habit-Tracker. Auch hier habe ich dieses Mal etwas komplett Neues ausprobiert, möglicherweise auch mit Hintergedanken, dass ich vielleicht irgendwann mal mehr Tracker haben möchte, um mir mehr neue Gewohnheiten anzugewöhnen. Dementsprechend habe ich jetzt mal mit einer länglichen Variante versucht. Ich bin kein Fan davon, die Seite kippen zu müssen. Ich weiß gar nicht warum, ich mag das irgendwie einfach nicht. Aber jetzt trotzdem mal so eine Hochkant-Variante probiert. Ich habe leider keine Schablone für so kleine Kreise, deshalb muss ich die alle per Hand zeichnen, weshalb jeder einzelne unterschiedlich aussieht und das schon so ein bisschen unordentlich wirkt. Vielleicht muss ich mir doch nochmal so eine kleine Schablone kaufen, aber egal jetzt. Was mir jedoch auch aufgefallen ist, dass wenn man halt so in diese gesamte Linie nimmt, also die gesamte Seite benutzt, dann ist das gestalterisch halt so eine Sache, ne? Also das ist schon mehr so die praktische Variante als jetzt eine wirklich hübsche Variante. Wobei ich ja, wie gesagt, ja auch eingeschränkt war, was die Gestaltung anbelangt. Wenn ihr nämlich auf der rechten Seite seht, hatte ich nämlich eigentlich so einen ganz großen Traumfänger noch vorbereitet, der dann so runterhängt, den ich ja mit Wasserfarben hätte malen können. Allerdings, wie gesagt, da ich mit den Wasserfarben so eine Probleme hatte, habe ich dieses Konzept dann verwerfen müssen und habe dann stattdessen mehr eingeklebt. Beziehungsweise wollte das Bild dann noch mit den Wasserfarben nach oben hin verlängern und boah, das sah ganz schrecklich aus. Also das bereue ich zutiefst, das hätte ich mal lieber nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich dann eher mit Buntstift daneben sein. Ja, dementsprechend habe ich auch diesen kleinen Streifen auf der linken Seite nicht weitergeführt. Den wollte ich nämlich eigentlich auch nach oben und unten so ein bisschen verlängern. Und nein. Also nachdem mir das andere Bild total missglückt ist, dachte ich so, nee, lass mal lieber bleiben. Ist jetzt nicht die schönste Seite dieses Journals geworden, wenn ihr mich fragt. Aber naja, okay, komm, auch egal. Ich werde mal gucken, wie das Ganze dann ausgefüllt aussieht, also wie das dann mit den schwarzen Punkten ist, die ich dann ausfüllen würde. Ob das dann vielleicht nochmal optisch irgendwie was rausreißt, aber ich glaube, ich werde im nächsten Monat dann doch wieder eine andere optische Gestaltung für die Habit-Tracker benutzen oder ausprobieren. Mal schauen. Auf der nächsten Seite ist dann wieder mein Social-Media-Bereich, wo ich meine aktiven Plattformen plane, also auf YouTube die Videos plane, wann die online kommen sollen und auf Instagram, welche Bilder wann online gehen sollen, gepostet werden können. Entschuldigung übrigens, dass meine benutzte Kaffeetasse da so im Bild ist. Das habe ich während des Drehs irgendwie überhaupt nicht registriert, dass die voll im Bild zu sehen ist. Ja, aber ich konnte auch nicht ohne. Also ohne Kaffee geht halt nicht. Wir ignorieren das jetzt. Wie auch immer, zurück zu der eigentlichen Seite.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also wie gesagt, da sind meine aktiven Social-Media-Profile drauf, damit ich dort halt so ein bisschen Planung reinbekomme, um auch nicht euch zuzuspammen mit irgendwelchem Content, sondern dass da halt so eine gewisse Ordnung reinkommt, was mir persönlich sehr wichtig ist. Aber ansonsten, das Grundprinzip ist jedes Mal das gleiche zu dieser Seite. Dieses Mal habe ich, wie gesagt, nur so ein bisschen mehr auf das Gestalterische, musste ich halt mehr zum Bilder einkleben. Generell ist das, wie gesagt, auch nicht so bunt geworden, wie ich es ursprünglich geplant hatte, sondern es ist dann doch mehr so Richtung Vintage-farbenmäßig gegangen. Auch wieder so ein bisschen mehr Collagenoptik, also mehr so Papiere im Hintergrund geklebt und so, was in diesem Fall auch dünne Papiere waren. Daran ist es, wie gesagt, auch gescheitert, dass ich hatte zwar buntes Papier zur Verfügung, allerdings habe ich nicht vorher bedacht, dass das meiste bunte Papier Kartonpapier ist, was wahnsinnig dick ist. Das habe ich irgendwie nicht in meiner Rechnung mit drinne gehabt. Dementsprechend, es entspricht mir persönlich auch einfach mehr tatsächlich mehr so diese gedeckteren Farben als das wirklich knallbunte. Und das Thema selbst hat das ja zum Glück nicht tangiert und ich finde, es gibt insgesamt dann doch ein recht stimmiges Gesamtbild. Auf der nächsten Seite habe ich wieder ein Konzept aus dem Mai aufgegriffen. Dort hatte ich das schon einmal, diese Kombination aus so einer Art Mini-Mood-Tracker und One Line a Day. Also wo man pro Tag praktisch die Headline aufschreibt, was an dem Tag am prägnantesten war oder am erinnerungswürdigsten. Das kann man ja auch gerne kombinieren mit so einer Art Dankbarkeitstagebuch, wo man halt die Sachen, für die man dankbar sein kann, in den Vordergrund stellt und sich nicht so explizit auf das Negative konzentriert. Wie gesagt, das hatte ich im Mai schon einmal, hatte dann im Juni das praktisch aufgespalten und hatte dem Mood-Tracker vor allem eine ganze Seite gegeben, was ich im Juli dann schon nicht mehr hatte, weil ich das irgendwie überflüssig fand. Und jetzt möchte ich noch einmal diese Kombination praktisch ausprobieren, weil mir das doch so ein bisschen gefehlt hat, aber ich dem halt nicht eine gesamte Seite widmen wollte. Also das nicht jeweils einzeln und dementsprechend hier der Kompromiss praktisch daraus. Die Stimmung werde ich dann auch in Mustern darstellen, dementsprechend die fünf Kästchen dort unten, die dann mit verschiedenen Mustern gefüllt werden, sodass an der Seite halt so dieses Musterband halt entsteht. Ich hoffe, das sieht dann am Ende ganz hübsch aus, egal wie die Stimmung letztendlich war. Und auf der anderen Seite wieder der Rahmen mit letztendlich einer Seite zur freien Gestaltung. Das hat sich mittlerweile auch durchgesetzt. Das hatte ich im Juni. Hatte ich das im Mai schon? Bin mir gerade nicht so sicher. Hab mal schnell nachgeschaut. Im Juni hatte ich das tatsächlich zum ersten Mal, hat sich im Juli dann auch schon fortgesetzt und möchte das jetzt weiterführen. Das ist, wie gesagt, einfach nur ein Rahmen, wo ich drinnen noch einmal den kompletten Monat für mich zusammenfassen kann. Also dort das wie eine Art Tagebuch benutzen kann, allerdings auf das Prägnanteste reduziert. So, ergibt das Sinn? Diese Seite gefällt mir tatsächlich sehr gut, weil ich weiß nicht, das hilft mir irgendwie einfach. Also ich mag die Seite schlicht und ergreifend, ich benutze sie gerne und werde sie dementsprechend jetzt hier fortführen. Allerdings ist dort vorbereitungsmäßig nicht so wahnsinnig viel zu holen. Also ich habe auch dort wieder diese Musterbände mir halt ausgedruckt und habe die am Rand geklebt, sodass das, wie gesagt, diesen Rahmen ergibt und trotzdem gut zum Thema passt. Ich hoffe, dass dementsprechend das auch gut zur Nachbarseite passt, was ja für die Optik auch immer ganz vorteilhaft ist. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Außer vielleicht, dass ich jeweils ein Ende freigelassen habe und das andere von einem anderen Band überlappt lassen habe. Oh Gott, meine Grammatik. Ihr seht ja, was ich dort mache. Dadurch, das gibt das nochmal so ein Gesamtmuster irgendwie. Dadurch geht das so fließend ineinander über. Das fand ich ganz nett. Und damit wären wir dann auch bei der Wochengestaltung, die mir tatsächlich ganz gut geglückt ist, um das gleich schon mal vorwegzunehmen. Mal ganz davon ab, dass wenn ich schon explizit auf ein Bilder zum Einkleben angewiesen bin, na dann auch richtig und dann kann ich ja auch ganz viele für die Wochengestaltung benutzen. Wodurch dann auch dieses Collagen-Journal-artige für mich so richtig zur Geltung kommt, was ich eigentlich am meisten mag, was ich sehr, sehr hübsch finde. Das und gleichzeitig so ein komplettes minimalistisches Thema. Aber beides kriege ich halt nicht kombiniert. Und da habe ich mich bisher meistens halt für die Collagen-Optik entschieden, was auch nicht jeder mag natürlich. Ich mag es sehr gerne. Wie ihr natürlich auch seht, habe ich zwei Seiten wieder für eine Woche, weil ich schaffe es auch mit einer Woche auf eine Seite. Aber so ist auch gut. So habe ich dann halt doch ein bisschen mehr Platz auch, um Termine zu schreiben. Manchmal benutze ich es tatsächlich mehr als Terminkalender. Mal schreibe ich auch ein paar Sätze rein, benutze das fast ein bisschen mehr Richtung Tagebuchmäßig. Ich möchte mir aber gerne die Option halt auch zur Verfügung stellen und da ist mehr Platz schlicht und ergreifend hilfreich.
Und mehr Seitenplatz gibt dann natürlich auch die Möglichkeit für mehr Gestaltung, dementsprechend ganze 4 Bilder auf den beiden Seiten. Natürlich die Wochentage, darum geht's. Habe dort einen Rest, den ich noch von so einem vorherigen Papier, was ich braun mit Wasserfarbenbraun angemalt habe, benutzt, um so Kreise auszuschneiden für die Tage. Habe auch einen Minikalender, der mir sehr hilft, so diese Gesamtoptik zu behalten, also wo man sich gerade bewegt im Monat, in welcher Woche und so. Das hilft mir persönlich sehr gut. Ganz unten am Rand ist dann wieder ein kleiner Platz, so ein kleiner Bereich für den Essensplan. Und ja, der August ist von der Verteilung her dieses Mal auch wieder wirklich sehr lang. Also es werden dieses Mal 5 Wochen sein, die ich für den August gestalten kann, was ich jetzt nicht alles in diesem Video mache. Also dort halt nur die erste Woche. Das Ergebnis der weiteren Wochen seht ihr dann auf Instagram. Dort poste ich dann regelmäßig die aktuellen Wochengestaltungen. Dort wird natürlich dann auch wieder zu gegebener Zeit die Abstimmung für den September zur Verfügung stehen, wo ihr dann wieder abstimmen könnt. Bin jetzt schon wieder wahnsinnig gespannt darauf, wie ihr euch entscheiden werdet, bestimmt anders als ich. Und ja, das war es dann soweit auch gewesen. Das war es dann soweit auch von meiner Seite aus. Ich habe dummerweise vergessen, am Ende nochmal so ein Gesamtbild zusammenzuschneiden, also wo man durchblättert. Glück gelaufen. Merken wir uns wieder fürs nächste Mal. Und ja, gut, das war es dann soweit auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!